Ja, alles einsammeln, was geht. Super. So, und jetzt könnte ich schlafen, weil es ist Gewitter, Leute. Bei Gewitter kann man schlafen. Haha. Sehr gut. Ihr Lieben, da ist schön geschützt. Das finde ich so richtig cool, Leute. Also ich finde es eigentlich schon, ja, eigentlich ganz angenehm. Hier ist irgendwo eine Spinne gewesen, die mich sicher jetzt gleich da rein verfolgt. Ich schlafe auf jeden Fall. Es sind Monster in der Nähe. Ich hoffe nicht bei mir hier. Was ich immer mache, ist eigentlich ganz klar, wenn ein Monster in der Nähe sind, nehme ich mein Bettchen, verschiebe es ein bisschen und kann schlafen. So. Und da ist wieder... Nö, das will ich anders hinhaben, das Bett. Hier. Jawohl. So, ihr Lieben. Endlich wieder fertig. Zuckerrohre. Irgendwo haben wir da eine Spinne, Leute. Da genau in meinem Beet. Du Sackviech. Lass meine Saat in Ruhe. So, wie spät ist denn überhaupt? 14.13 Uhr. Jetzt kommt mein Sohn demnächst von der Schule nach Hause. Aber ist eh eigentlich wurscht, weil das ist jetzt die letzte Folge. Ja, eigentlich die letzte Folge mittlerweile in der Session. Da haben wir auf jeden Fall Zuckerrohre drin. Da haben wir einiges an Papier drin. Wir könnten wieder ein paar Bücher machen. Wir haben Leder. Wir haben alles. So, ihr Lieben. Das lasse ich noch ein bisschen wachsen. Und dann, was mache ich jetzt, ihr lieben Leute von heute? Ich würde mal sagen, schauen wir mal, dass ich irgendwas für Nether herbekomme. Ich will nämlich in den Nether gehen, Leute. Ja, das will ich. Habe ich irgendwo Obsidian drin? Nö, voll nicht. Da kann ich das ganze Essen reingeben, das ganze Fleisch. Auch die Kartoffeln. Die habe ich nämlich vom Dorf, die kann ich anpflanzen beim nächsten Mal. Ich schaue, ob ich irgendwo Obsidian habe. Ich glaube aber noch nicht. Das heißt, ich muss irgendwo hin, wo Lava ist. Da, 16 Stück. Leute! Ich kann einen Nether bauen, Leute. Ein Netherportal. Somit werde ich das aber auch machen, Leute. Und zwar werde ich jetzt... Ah, oh mein Gott! Aua! Das war jetzt nicht geplant. Ich bin das so gewohnt, weil ich ja letzten... vom Spiel, auch das Spiel Elden Ring spiele. Und da kannst du eigentlich von, ja, ein bisschen weiter oben nach unten hupfen, ohne Schaden zu nehmen. Sicher gibt es bei Elden Ring auch Fallschaden, logisch. Aber da geht es weit höher. So, ihr Lieben, ich werde mich mal hier runterbauen. Und da unten würde ich einmal sagen... kommt dann der Nether-Portalraum hin, wo ich dann im Nether, ja, wo ich dann rauskomme, weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde mal sagen, ich mache da mal Fackeln hin, weil es geht dann wirklich los mit dem Nether und da verbrenne ich mir den, nee, gar nichts, Leute. Ach du Kacke. Ja, genau. Und da würde ich einmal sagen, gebe ich das da weg und gebe normale Steine hin. Bruchsteine vielleicht. Ah, okay. Eine normal, ja, lassen wir es dabei, Leute. Ist ja wurscht. Da kommt dann ein normaler Block hin. Nö, was mache ich da eigentlich? Brauche ich ja gar nicht. Leute! Da kann ich eigentlich diese Treppenstufen da hingeben. Zack, zack, zack. So.
Genau. Und dann weiter. Ja, ich muss eh schon aufs Klo, Leute. Ja, es geht noch eine Viertelstunde circa. Also nicht so lange, aber ja, da unten wird es auf jeden Fall heiß. Es wird heiß wie ein Vulkan. Oh, oh. Kennt ihr das Lied? So. Liebe, Liebe, Liebelei. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Oh mein Gott, Leute. Eine Hitspacke. Wieder abgebrochen. Das geht einmal gar nicht. Und da wird unten ein Netherportal gebaut. Auf jeden Fall fix. Jo, es weihnachtet schon gar sehr. Nö, sehr noch nicht, aber ein bisschen halt, oder? Es ist eh nicht mehr lange, Leute. Und ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge da rauskommt. Also an welchem Tag genau. Aber es weihnachtet schon eigentlich. Für mich sowieso, weil ich mag Weihnachten. Ah, ist ja ganz was Neues, heißt die. Ja, ja, ich erzähle das 100.000 Mal. Ja, also auch andere Projekte laufen, wenn du halt ein Video besonders magst und du bist neu hier auf meinem Kanal. Erstens mal herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Abonnieren, für meine Videos schauen. Setz dich, nimm dir ein Keks, Whisky oder irgendwas anderes und genieße meine Folgen. Oder Kaffee, Leute. Kaffee und Kekse, Leute. Das ist ja das, was ich gerne esse. Okay, Kupfer. Jo. So, da, fertig. Ich habe nur das Kupfer da rausgeholt gerade. Ich werde da nicht so weit runterbauen. Ah, bin ich schon zu weit unten, oder? Ja. So, ihr Lieben, dann brauche ich auf jeden Fall noch was. Ja, diese Session wird auf jeden Fall wieder, leider Gottes, nur 3 Folgen beinhalten, also das ist jetzt eh die letzte Folge in dieser Session. Dann ist diese Session schon wieder vorbei, weil ich einfach vorher ja eben, wie schon heute erwähnt, also in der Session erwähnt, ich glaube letzte oder vorletzte Folge, ich weiß es nicht, kam ich ja vom Gothic Let's Play und da habe ich 7 Folgen Let's Play, also knappe 2,5 Stunden. Und ja, jetzt da 3 Folgen, das reicht, weil ich sollte heute noch Videos schneiden, es ist 14.20 Uhr gerade und ja, ich würde mal sagen, okay, da kann man auch rausgehen, ja, habe ich 2 Eingänge gemacht, wurscht jetzt. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt einmal solche Stufen von diesen komischen Dingen da, vom Diorit, vom Polierten. Denn. Habe ich da eigentlich schon wieder ein Schicksal gesetzt? Nö, voll nicht. Seitdem ich das Bett also versetzt habe vorher, letztens. So, was brauche ich jetzt? Ah, nö, nicht die Bruchsteine, sondern hier diese polierte Diorit-Treppe. Ich nehme einen ganzen Stack, Leute. Es müsste normalerweise hinhauen. Das passt, Leute. Nö, jetzt hupfe ich damit nicht wieder runter. Opa! Ja, ja, da geht's in die Mine darunter, genau. Hab ich ganz vergessen, dass die auch noch da ist. Leute! Naja, so ist das noch nicht. Mein Sohn schon da? Nö, das kann ja gar nicht sein. Der hat jetzt das von der Schule aus. Naja, wurscht. So. Passt, Leute, gut. Ganz wichtig, ordentlich hier. Irgendwo haben wir da einen Zimbo. Sehr gut. Super, Leute. Ich hoffe, ich baue mich da nicht wirklich. Ah, schaut mal.
Oh mein Gott. Leute. Hätte ich mich weiter runterbauen sollen. Ja, das muss ich auch noch ändern, Leute. Ah, Wahnsinn, sowas. Ja, mache ich das dabei so, Leute, ist ja wurscht. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. So. Gut. Dann baue ich einmal da unten weiter. Ich muss das später dann noch einmal ändern, Leute. Ist ja wurscht, weil ich mich blöd da irgendwie... Naja, egal jetzt. So, und zwar... Da kommt dann der Portalraum hin. Was ich auf jeden Fall möchte... Weil ich nämlich in den Nether will und irgendwie habe ich da das Gefühl, da ist irgendwo Lava. Kann das sein? Oh mein Gott, was ist mit dem Server los? Fangt jetzt genau schon so an wie, oh mein Gott, wie Multiplayer? Nö, bitte nicht, Leute. Das hat sich gerade wieder aufgebaut. Habt ihr es gesehen? Sehr gut. Und somit... Muss ich da auf jeden Fall alles aushöhlen. Es wird eh alles... Oh, nur nicht die Fackeln weg hier. Weiß nicht, ich habe mir eingebildet vorhin, dass ich Lava gesehen habe. Keine Ahnung. Ja, also da kommt auf jeden Fall mein Vorhaben, ist es da, mein Nether-Portalraum zu machen. Da unten. Ich weiß nicht, also ich kann dieses Vernetzungsding eigentlich wirklich leider überhaupt nicht, aber vielleicht kann man da jemandem mal helfen mit dem Vernetzen vom Nether. Also das ist schon wirklich mal berechnungsmäßig. Da musst du das berechnen und wo du das setzen musst und, oh Leute, also so Nether-Netzwerke machen ist eh wurscht, weil... Ich sowieso jetzt da quasi nur ein Dorf habe, also mein Dorf hier, also meine Heimat hier und das gefundene Dorf, Leute. Da möchte ich aber die Vernetzung hinmachen. Auf jeden Fall einmal, aber da, ich weiß nicht, wer mir da helfen kann, Leute, mit der Vernetzung vom Nether. Ja, 10 Minuten noch circa, dann ist die Folge auf jeden Fall vorbei, Leute. Da haben wir Kohle. Kohle. Wie breit mache ich das eigentlich? Auf jeden Fall, da muss alles weg, Leute. Da muss wirklich alles weg. Und das muss auch dementsprechend hoch gemacht werden. Ich schätze mal 5 hoch, also 3 auf der Seite. Ja, ich krieg's jetzt zusammen, Leute. Ich hab's ja schon mal gemacht, aber... Also Netherportal. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das da drinnen mache, weil ich finde ein wunderschöner Portalraum mit so diesem Diorit, was auch der Honk macht. Servus! Oder der Kittenkummler. finde ich einfach wunderschön. Nö, nicht weil ich es nachmache. Nö, Leute. Sondern einfach, weil ich es auch super schön finde. Man macht ja auch immer gerne Sachen nach, wo man sagt, ja, ich mache es auch nach und so weiter, aber das hat einen Grund, warum ich das auch mache. Und nicht einfach nur so, weil ich gemein bin, böse bin und das nachmache. Nö, sondern einfach, weil es mir auch richtig gut gefällt. Und warum sollte ich gerne, ja, warum sollte ich nicht Sachen machen, die mir auch gefallen, Leute? Also, das, so ist es auch. So, ich würde mal sagen, auf jeder Seite 5, ich packe mal da den... die Kohle raus. Auf jeden Fall wichtig, Leute. Dann ist die Session eh schon wieder um. Und dann werden wir in der nächsten Session auch damit anfangen, den Portalraum zu machen. Nebenbei auch noch andere Arbeiten zu vollrichten.
dann wieder mal ins Dorf schauen und keine Ahnung, wann die nächste Session ist, weiß ich nicht. Es kann schon sein, dass in einer Woche dann die nächste Session ist. Das kann durchaus sein, Leute. Das geht nämlich so extrem weit rein. Schaut mal. Eine Kohle, das ist eine riesige Kohleader, Leute. Das ist schon Wahnsinn, was das für eine Kohleader ist. Ja, auf jeden Fall. Stufe 12. Da kann ich auf jeden Fall jetzt einmal zustopfen, weil das wollte ich ja gar nicht aufmachen eigentlich, weil es nur weit reinging, um die Kohle rauszukriegen, habe ich das jetzt so gemacht. War eigentlich sinnlos, dass ich mich da komplett drauf gebaut habe, Leute. Aber das ist Minecraft. Da muss man manchmal leider Gottes, wie man in Österreich sagt, die Krot fressen. Sagt man so schön in Österreich. Und in den sauren Apfel beißen, sagt man in Deutschland. Und Arbeit dann wieder rückgängig machen. Das ist Minecraft, Leute. So. Gut, da habe ich mal Kohle. Ja, schaut das blöd aus. Aber irgendwie muss ich da sowieso jetzt da weiterbauen. Das wird nämlich so richtig schön. So, und da noch. So, ich würde mal sagen, dann beginne ich schon mal mit dem Netherbau, mit dem Peternau. So, wie soll das eigentlich sein? Da haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 und zack. 1, 2, 3, 4. Ja, ist ja wurscht jetzt momentan, weil das ist eh egal. Ich muss auf jeden Fall einmal hier schauen, dass ich da Obsidian hinmache. Wo habe ich da zum Beispiel meine Erde? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Genau. Ich habe eh meine Diamantspitzhacke Haltbarkeit 2 drauf, genau. So, ihr Lieben, dann mache ich einmal. Hier, 2, 3. Kann sein, dass ich es höher bauen muss. Natürlich werde ich es. Oh Gott, was war das? Eine Mine! Wahrscheinlich habe ich da unten eine Mine auch noch, Leute. Eins. Nö, da muss ich höher bauen, Leute. Vielleicht noch drei. Na, Entschuldigung, noch drei rauf, Leute. Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Eine Stunden-Session ist sich quasi ausgegangen. Ja, das hat ja, das passt ja, Leute. So, die Folge ist aber eh gleich vorbei. Ich werde mich dann rauf begeben. Wir werden dann in der nächsten Folge mit dem Nether-Portal da weitermachen. Da kommt auf jeden Fall der Nether hin. Oder soll ich den anders machen? Ich könnte mich ja dann auch umentscheiden. Da, Nether. Ich weiß nicht. Aber das wird eine Arbeit für die nächste Session werden. Also natürlich jetzt nicht alles auf einmal. Ich werde den Nether aber sicher in der nächsten Session. Oh mein Gott. Da ist es schon. Leute, es ist schon wieder Nacht.
So ist es. Ihr Lieben, oh, ich gehe mal da mal zurück in die Wohnung. So, dann werden wir also in der nächsten Session, die auch schon deine nächste Folge ist, werden wir da mal schauen, dass wir da verzaubern irgendwas, dass wir gute Sachen herbekommen, werden wir Bücher machen, werden wir den Portalraum weitermachen. Ist so. Wahnsinn, also da gibt es einiges zu tun, ihr Lieben, natürlich. Es ist schon wieder einmal ein Sauwetter, was ich nicht super finde. Ich mache mir hier einen Rückzugspunkt wieder, natürlich wieder Einstiegspunkt gesetzt. Die Sachen, die ganzen Steine kann ich auf jeden Fall da mal in die Kiste geben. Da ist irgendwo ein Zimbo, den ich nicht mag. Und den eigentlich keiner mag, Leute. So, Bruchsteine allesamt hier rein in die Bruchsteinkiste, Leute. Dann haben wir da Steine an die Sitz. Diese Treppen gehen wir auch darauf. Das lasse ich mir noch auf der Hand. Kohle mal hier reingeben. Zack. Ich habe eh ordentlich Kohle, Leute. Das ist eh cool. Granit brauche ich da jetzt nicht auf der Hand. Gebe ich dahin. Fertig. Oder? So. Wunderschön. Leute, ich hoffe, dass wir dann ein gutes Thumbnail, Leute. Für diese Folge, sagen wir mal so. Ja, da wird noch einiges gemacht. Dann werde ich auch noch so ein Dachl machen oder sowas. In der nächsten Session, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Es hat wirklich viele, also einige Sachen haben in der nächsten Folge und in der nächsten Session Priorität, Leute. Da möchte ich auf jeden Fall durch. Und wenn es 2 Stunden werden, irgendwo ist da was. Entschuldigung, Leute, schon wieder mal. Das bringt mich um irgendwann. So, Kupfer gebe ich da rein. Genau, Kupfer, passt. Ich bin eigentlich so ziemlich gut geleert jetzt. Holz habe ich eigentlich auf der Hand. Ja, ein bisschen, aber nur so. Ihr Lieben, dann würde ich einmal sagen, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge sowieso wieder, aber in der neuen Session. Ich möchte lieben Gruß da lassen an den lieben Honk, falls du das hier siehst, weiß ich ja, ich glaube nicht, aber wurscht. Danke fürs Zuschauen, auch an den Herrn Kittenkurmler, liebe Grüße an meine Mutti, liebe Grüße und an alle anderen noch, Ermingplay und Alexa, falls du das hier siehst, ich glaube aber nicht, ich weiß es nicht, Flammi, Marcel, an alle, die mich halt kennen und Cosmo. Liebe Grüße an euch, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der nächsten Session. Game over.